50 Jahre Martinskirche. 50 Jahre Martinsgemeinde. Ein Vorname, der gleich zweimal Pater steht. Martin von Tours. Seine Mantelteilung mit dem frierenden Bettler steht für brüderliche Liebe. In ihr pulsiert der Nektar des christlichen Glaubens. Martin Luther. Er erinnert an die Reformation und an seine Lehre. Der christliche Glaube ruht allein in Jesus Christus, als dem lebendigen Wort Gottes. Die Martinskirche ist der vierte Kirchenneubau in Bad Hersfeld. Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wächst die Stadt. Neue Siedlungen entstehen. Weil Kirche nah bei den Menschen sein muss, besteht Bedarf an neuen Gotteshäusern. Der Ort des Neubaus ist mit Bedacht gewählt. Er liegt im Zentrum alter und neuer Stadtteile Bad Hersfelds, zwischen Fraunberg und Tageberg, an den ehemaligen Wegkreuzungen im Schlippental. Hier findet am 21. September 1967 die Grundsteinlegung der Martinskirche statt. 450 Jahre sind vergangen seit dem Beginn der Reformation. Pfarrer Bruno Gauger wird der erste Seelsorger der neuen Gemeinde. Er bewertet den Grundstein als den Weg zu Gottes Wort. Der Text der eingemauerten Urkunde. Das Gotteshaus soll ein Ort der Begegnung für alle Gläubigen sein. Für die Baumaßnahmen erhält der Bad Hersfelder Architekt Gundermann den Auftrag. Planung und Bauleitung liegen in seiner Verantwortung. Gundermanns Entwurf: Eine Kirche mit freistehendem Glockenturm. Der Turm stehe im Blickpunkt sich kreuzender Straßen, begründet Gundermann. Der Kirchenraum erhält nach der Vorstellung des Architekten einen polygonalen Grundriss. Bedingt durch die Hanglage fällt das Kirchendach in Höhe, Breite und Länge stark ab. Der Architekt beschränkt sich auf nur vier Baustoffe: Beton, Betonglas, Holz und Schieferplatten für den Bodenbelag des Kirchenraums. Die Wände der Kirche bestehen aus Leichtbeton. Die Fenster sind bunt. Sie wirken angenehmer auf die Besucher. Weißes Licht wird als kalt und steril empfunden. Die farbigen Betonglasfenster konzipiert der Marburger Künstler Joachim Spies. Ihre Stegen bestehen aus Beton. Sie halten das Glas zusammen. Durch die Zusammenarbeit von Gundermann und Spies entsteht ein klar und ruhig wirkender Kirchenraum. Diese fast 10 Meter lange, 3,5 Meter hohe Betonmauer verbindet das Hauptgebäude mit dem Glockenturm. Im Unterschied zum Hauptgebäude besteht der 10 Meter hohe Turmunterbau aus Normalbeton. Der Turmhelm, errichtet als Holzkonstruktion, erreicht eine Höhe von 20 Metern. Der Hahn über der Turmspitze misst 2 Meter. Nach 14-monatiger Bauzeit wird die Martinskirche geweiht. Es ist der erste Advent 1968. Wo Gott zur Gemeinde durch sein heiliges Wort spricht, wo die Gemeinde mit Gebet und Lobgesang antwortet, braucht das Gotteshaus auch eine Orgel. Kurz vor dem vierten Jahrestag der Martinskirche, genau am 1. Oktober 1972, wird eine kleine Orgel während des Erntedankgottesdienstes eingeweiht. 1972 zählt die Pfarrei der Martinskirche ca. 3.800 Gemeindemitglieder. Zu diesem Zeitpunkt gehört sie noch zum Bezirk 3 der Stadtkirchengemeinde. Fast 2 Jahre später, zum 1. Januar 1974, erhält die neue Kirchengemeinde ihre Selbstständigkeit und heißt seither
Evangelische Kirchengemeinde der Martinskirche zu Bad Hersfeld. 3 Monate zuvor, am 1. Oktober 1973, beendet Pfarrer Gauger seinen aktiven Dienst. Er hat wesentlich zum Gelingen des Baus und der Gestaltung des Gemeindezentrums beigetragen. Am 11.11.1973 wird er feierlich verabschiedet. Zuvor wird Pfarrer Klaus Altrock zum Nachfolger berufen und am 1. November 1973 in das Amt eingeführt. Er ist nahezu 12 Jahre Gemeindepfarrer der Martinskirche. Ab 1.5.1986 übernimmt Pfarrerin Andrea Otto die vakante Stelle der Martinskirche. An ihre Stelle tritt ab 1.6.1987 ihr künftiger Ehemann Helmut Wöllenstein. Er leitet nun die erste Pfarrstelle der Martinskirche. Herr und Frau Wöllenstein leiten gemeinsam das Gemeindezentrum bis Dezember 1990. Ihre Nachfolger, das Pfarrer-Ehepaar Bernd und Elke Henning, übernehmen ab dem 1. Mai 1991 die erste und zweite Pfarrstelle. Frau Henning verlässt die Martinskirche im Mai 1995. Pfarrer Henning bleibt bis zum März 1996. Die bislang längste Zeit steht Pfarrer Karl-Heinz Barthelmes im Dienst der Martinskirche. Er wird am 2. Februar 1997 in das Amt eingeführt. In seiner Zeit wird die zweite Pfarrstelle aufgehoben. Nach fast 22 Dienstjahren geht Pfarrer Barthelmes am 1. Oktober 2018 in den Ruhestand. In den nun 5 Jahrzehnten ist das Gotteshaus ein Ort vieler Begegnungen und Veranstaltungen. Heute, 500 Jahre nach der Reformation, möge dieses Gotteshaus auch weiterhin ein Ort bleiben, an dem kulturelles Leben gedeiht, an dem Menschen zum Glauben kommen, an dem Menschen als Gemeinde die Liebe Jesu Christi in ihrem Leben bezeugen. 50 Jahre Martinskirche. Wir sprechen unsere Segenswünsche aus und gratulieren herzlich.